Aber ausschalten, dass die was produzieren, kann man schon irgendwie, oder? Was liegt vor mir? Mit Fangzähnen und Klauen angegriffen. Anscheinend nicht. Da laufen dann trotzdem immer wieder Einheiten runter. Das ist blöd. Jetzt wenigstens, wenn wir es so weit geschafft haben, müssten die aufhören zu produzieren. Ich wandere allein. Ich habe wieder. Und wieder Welttürme. Yay! Kann sich wirklich nur noch um Stunden handeln. Wo ist denn der Schamani? Ach, da unten. Ich kapier schon, Mann. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Was liegt vor mir? Don't worry, we have. Meine Beute naht. Wird angegriffen. Wir werden angegriffen. Entfesselt meine Kraft. Unsere Wege kreuzen sich. Ich habe nächsten Gruß, Mann. Das Ding. Unsere verbündete Stadt wird es werden Köpfe rollen. Ich kapier schon, Mann. Und ich finde es leider auch schade, dass wir nichts mit unserem Gold anfangen können. Zum Beispiel zumindest den irgendwie Angriffsfähigkeiten kaufen oder so. Das wäre cool. Bin zur Spurensuche bereit. Ich höre euch, Mann. Sturm zieht auf. Kommt und kämpft! Für den Darkspear-Stamm ist mir ein Vergnügen. Ich kapier schon mal. Was liegt vor mir? Dürrer Klepper. Haben wir es jetzt geschafft in die Innenstadt? Ja, ich glaube schon. So, jetzt noch den Kanonenturm hier. Und die linke Welle ist eigentlich damit geschafft. Dann gehen wir mal hin und demontieren ein paar der netten Produktionsgebäude. Entfesselt die Bestie. Dürrer Klepper. Ich wandere allein. Entfesselt die Bestie. Ach, da ist ja nochmal ein Wellenturm. Ich habe wiederum. Mist. Auf den Pferd. Ich bin so gut, ey. Und danach wieder zwei Wellentürme. Ich schicke jetzt mal einen Eber durch. Komm, Eberchen. Zeig mir mal, wie stark der Knirsch ist. Ob sich diese Mühe überhaupt lohnt. Bin zur Spurensuche bereit. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Die Elite-Soldaten des Admirals wollen uns einkesseln. Macht sie alle nieder. Elite-Soldaten, das heißt nichts Gutes, also es wäre durchaus anzuraten, da zu helfen. Beziehungsweise uns helfen zu lassen. Ach du Scheiße. Ja, und glaube ich, das Lager allmählich platt. Ja, shit. Schaffe ich es, da ganz schnell runterzurennen? Ohne zu sterben? K.
Kern. Schaffst du es? Ishnubora, unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Das wäre super. Wenn die machen das Ding da weg. Meine Beute naht. Ich bin ja so klug, ey. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Ich kapier schon, Mann. Jagt sie an. Unsere Wege kreuzen. Sie haben echten Gruß, Mann. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Verzagt nicht. Jawohl, hier kommt die Unterstützung. Kommt her, ihr nutzlosen Penner-Einheiten. Lasst meine Einheiten in Ruhe. Okay, nicht meine, aber die meines Freundes. Angriff für die Ehre. Kommt und kämpft. Alter, die haben mir tatsächlich jetzt noch ein Gebäudeblatt gemacht. Leck mich im Arsch. Ich glaube, es war keine Produktionsstätte. Zähnen und Klauen. Und die sind jetzt wieder so weit zurückgedrängt worden, ich glaub's ja nicht. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Jungs, ich habe euch so dick fett aus der Patsche geholfen. Jetzt macht was draus. Mit Vergnügen. Was liegt vor mir? Bin zur Spurensuche bereit. Sturm zieht auf. Wir werden angegriffen. Verzagt nicht, Jüppchen. Kommt und kämpft. Für die Ehre. Jagt sie rauf. Ich hab einen echten Gruß, Mann. Keine Gnade. Na, wo bleibt ihr denn? Wir werden angegriffen. Die Mitte ist ja noch relativ safe. Weil die könnten sich auch mal vorboxen bis dahin. Ich höre euch, entfesselt meine Kraft. So, das hätten wir jetzt aber endgültig geschafft. Allein. Lassen wir da die Häuser noch stehen. Na, theoretisch brauchen tun wir sie nicht. Oh shit. Na. Mist, das Relikt wollte ich so nicht usen müssen. Aber sie kommen auch partout nicht mit Katapulten. Ah, was ein schlechtes Dota. Kommt und kämpft für die Ehre. Mit Vergnügen. Angriff. Kommt und kämpft. Ihr Schussstammen. Jagt sie raus. Ah, die gehen schon die Gebäudeplatten an. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um Türme. Hier wäre noch ein Wellenturm, der weg muss. Und schicke kurz Micha hoch zum Gucken, wie stark die Elite-Einheiten sind. Ich muss zugeben, ihr Ork seid klüger, als ich in Erinnerung habe. Ich dachte, ihr Wilden hättet euch längst gegenseitig niedergemetzelt. Dies ist nicht die Horde, die ihr noch kennt, alter Mann. Wir interessieren uns nicht für Eroberung oder Mord. Die Sünden unserer Vorfahren haben wir mit Blut bezahlt. Kann euer Blut Völkermord sühnen, Ork?
Eure Horde hat bei ihrem Sturm über Stormwind und Lordaeron zahllose Unschuldige getötet. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt das alles einfach beiseite fegen und euch so leicht von der Schuld reinwaschen? Nein, eure Art wird sich niemals ändern und ich werde immer gegen euch kämpfen. Tja, wir haben es versucht, diplomatisch mit ihm zu einigen, aber das schlug wohl ein bisschen fehl. Habe ich aber nicht gesehen, wie stark er ist. Wie jetzt? Da gammeln die Orks ab. Ich dachte, die helfen mir. Ist jetzt nicht wahr, oder? Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich höre euch, Mann. Entfesselt meine Kraft. Entfesselt die Bestie. Meine alten Knochen schmerzen. Mit Vergnügen. Für die Ehre. Wir werden kommt und kämpft. Ich erlob unsere Verbündeten. Kommt und kämpft. Sansa Tower hier unten verdient am meisten Erfahrungspunkte. 15 ist jetzt aber auch das Max-Level, wie es aussieht. Das heißt, die beiden Dinger kriegen wir nimmer. Schade. Mir vorstellen, es ist so extremst gestaltet, damit man nämlich genau das kriegt. Noch die ganzen Level. Ah, na endlich kommen die Orks. Und teilen sich mal ein bisschen auf. So, Bestienmeister ist auch ab. Jetzt haben wir zusammen hier einen Turm zerlegt, das ist geil. Wir kriegen von Schamanen sogar Kampfrausch. Das ist extremst genial. Vernichtet die Kult der Marine. Und so langsam kommen die hier auch hoch. Scheitern aber wahrscheinlich wieder an den Wellenturm. Lass mal gucken. Ja, da ist einer. Und genau deswegen mache ich die Wege frei, damit wir hier Hilfe haben bei den Elite-Einheiten. Denn der Admiral war schon stark genug alleine. Das war er schon im letzten Ding. Also im letzten Kampf. Pakt 2. Also brauchen wir die verstärkten Truppen. Und dazu brauchen wir auch noch die ganzen Kasernen hier. Da kommen jetzt immer wieder ein paar, die sich halt mit denen kloppen müssen. Mit der Terramor-Wache.